Focus Home Interactive Cyanide Studio Spiders. Ja, und somit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Test. Wir probieren heute aus auf Orks und Men. Das kommt jetzt am 12. hier in Europa raus. Wir spielen es ein ganz kleines bisschen vorher, beziehungsweise testen es ein ganz kleines bisschen vorher. Mal gucken, wie weit wir kommen. Das ganze Ding ist ein Action-Rollenspiel mit Fantasy-Setting, mit Orks und Goblins sozusagen. Menschen kommen natürlich auch drin vor. Das Ganze aus einer Kooperation von Spiders und Cyanide Studio. Gerade die letzteren, noch bekannt von Blood Bowl aus dem Jahre 2008. Wo man, wenn ich mich recht entsinne, Football spielen konnte. Auch mit Orks und Elfen und allerlei Fantasy-Figuren. Naja, wir widmen uns dem neuen Titel Of Orks and Men. Und da werden wir jetzt einerseits, wir werden zwei Figuren spielen. Einerseits ein Ork, der ein Krieger ist, der immer so draufhaut. Und andererseits kommt dazu noch ein kleiner Goblin. Und der wiederum ist ein Assassine und ist für die ganzen feinfühligeren Sachen zuständig. Das heißt, wir müssen immer gucken, welches Rätsel lässt sich mit wem lösen. Entweder brachiale Gewalt oder List und Tücke. Wir werden es herausfinden. Jetzt erstmal ein neues Spiel. Und natürlich werden wir den alten Spielstand überschreiben. Ich habe es ja schon mal angetestet, ob alles läuft. Und das tut es. Wir spielen wie immer Mittel. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie wir uns schlagen werden. Oha. Jetzt erstmal Intro. Hä? Krieg? Nicht wirklich was Neues hier. Zuerst ging es nur um die Entstehung eines neuen Imperiums. Alle Königreiche der Menschen des iserischen Kontinents unter einer Krone vereint. Und einer Religion. Und in beiden Fällen haben sie keine halben Sachen gemacht. So kam es zum Unvermeidlichen. Imperator Damokles machte die Menschen zu seiner Waffe. Als seine Majestät entschied, seinen Einfluss in die südlichen Länder zu erweitern, begannen die Funken zu fliegen. Denn die Bewohner des Südens sind grüne, bestienartige und 2,5 Meter große Kreaturen aus Muskeln und Nerven mit einem natürlichen Instinkt für den Krieg. So wehrten sie sich natürlich. Trotzdem, dass sie belagert wurden und die imperiale Armee weitaus besser organisiert war, haben die Orks mit wilder Wut gekämpft und Siege errungen, an die sich noch Generationen erinnern werden. Aber Damokles war nicht bereit, das hinzunehmen. Mit einer gigantischen Mauer schützte das Imperium sein Territorium, um keinen Meter Land zu verlieren. Und sein Herrscher wollte nicht aufgeben. Mit dem Bau der Mauer und den Ausmaßen, die der Krieg annahm, wurden die benachbarten Länder alarmiert. Der grünen Gefahr entgegenstehend sah das Imperium potenzielle Verbündete in den Elfen und Zwergen. Mit ihrer Hilfe wäre ein Sieg gegen die Grünhäute sicher und der Friede würde endlich wieder auf dem iserischen Kontinent einkehren. Anschließend wäre nur noch abzuwarten, wie dieser Frieden für die Besiegten aussehen würde. Über Dekaden des Konflikts entstand eine Idee bezüglich der Orks. Sie waren für ihre Stärke und Zähigkeit bekannt. Und so war ihr Weg in die Sklaverei das sichere Ergebnis. Unterwerfung oder Tod. Unnötig zu sagen, dass mit einem Goblin wie mir eins klar war. Wir waren dazu bestimmt, wie Ratten in der Falle zu sitzen. Ja, auf diesem Kontinent war es nicht gut, eine verdammte Grünhaut zu sein. Ich hoffe, dir gefällt, was dich erwartet. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hä? Ach, schön hier. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Dumm-di-dumm-di-dumm. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Was auf der Patrouille entdeckt, Schlechter? Nein, nichts. Keine Fußspuren. Ich bin auf den Berg im Nordwesten gestiegen und sah ihre verdammte Mauer im Norden. Dort wäre ein guter Aussichtspunkt, bevor die Nacht hereinbricht.
Der Widerstand hat ein gutes Lager für uns gefunden. Hier warten wir auf die nächsten Schritte. Halte dort oben Ausschau. Wir wechseln alle 3 Stunden. Jo, mach ich. Dann geh ich mal. Arken will dich sehen, Schlechter. Er hält sich bei den Fellen auf. Ich gehe zu ihm. Sehr gut. Mach eine Stunde Rast und sieh dich dann im Osten um. Wir müssen vorbereitet sein. Widerstand oder nicht, es ist schwer, den Menschen zu trauen. Oder irgendwem zu trauen. Verstanden. Traue niemandem. Trau Ben Zucker. So, Karte und Aufgabenbuch. Drücke während des Spiels F1, um das Menü zu öffnen und durch die unterschiedlichen Seiten zu blättern. Oder öffne die Karte direkt mit M und das Journal mit J. Das machen wir hoffentlich später. Ich würde mir gerne erstmal das Spiel ein bisschen angucken. Das sind wir, der Schlechter. Und unser Problem ist, dass die Menschen vorrücken. Wie immer sind die Menschen der Feind der Fantasy-Kreaturen. Weil die Menschen breiten sich ja mal aus wie so ein Virus. Da kommen wir nicht lang. Die Menschen breiten sich aus wie so ein Virus. Und dann ist natürlich wenig Platz. Ach Mensch, ich will immer springen. Da komme ich immer noch ein bisschen durcheinander mit der Steuerung. Nehme ich immer den Schnellangriff. Zack. Dazu kommen wir später. Das war gerade das Kampfmenü. Jedenfalls, der Mensch breitet sich aus wie ein Virus. Und dann ist natürlich kein Platz mehr für Orks und Elfen und allerlei Kladderadatsch. So, hier runterspringen geht leider, glaube ich, auch nicht. Nee, schade. Würde ich so gerne. Einfach mal in den Freitod. Und da vorne pinkelt jemand einen großen Strahl ins Becken. So, wir müssen allerdings hier lang, wenn ich mich recht entsinne, genau. Ich habe noch nicht wirklich weit gespielt. Ich habe nur bis zum Goblin mal ausprobiert. Hab aber die Kämpfe immer verloren. Weil die Steuerung noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber das kriegen wir schon irgendwie gedeichselt hier. Da bist du ja. Also, wie fühlst du dich? Nervös. Ungeduldig. Ich würde gerne wissen, weshalb wir hier sind. Für etwas Großes. Nur die Schlimmsten von uns sind hier. Selbst der Anführer wird mitmachen. Ja, hä? Wirklich? Wollen wir den Imperator erledigen, oder was? Ha! Warum nicht? Würde uns nicht schaden. Ja, jetzt haben wir Multiple-Choice-Gespräche. Wollen wir den Anführer erledigen? Ist eine gute Frage, aber ganz ehrlich, wenn ein Imperator abtritt, dann tritt der nächste wieder auf. Ach, er oder ein anderer Quas macht keinen Unterschied. Wir haben immer noch Verbündete unter den Menschen, Arkai. Es ist nicht vorbei. Zu Zeiten seines Vaters war das Leben von einem Land des Kontinents zum anderen sehr verschieden. Wie sehr sie sich auch anstrengen mögen, es wird schwierig, jemand Schlimmeres als den Imperator zu finden, der uns die Inquisition gab, unsere Stämme massakrierte und unsere Brüder zu Sklaven machte. Und der Thron wäre die ganze Zeit leer. Das wäre ein Spaß. Ha, komm auf den Boden zurück. Du schickst keine Gruppe Blutkiefer auf eine Parade. Du weißt, dass es Grenzen gibt. Mit oder ohne Verbündete unter den Quasaren werden 4 von uns nicht das schaffen, was unsere Armeen nicht konnten. Das hört sich nach einem letzten Gefecht an. Oder einer Selbstmordmission. Hey, zeig ein wenig Mumm, Blutkäfer. Neue Aufgabe. Kämpfe gegen Arkan. Verteidige dich, das wird dir helfen. So, die Waffe gezückt und jetzt muss ich gucken. Drücke um die Takt... Also hier, drücke. Da sollte eigentlich stehen, drücke Leertaste, aber weil sie das nicht anzeigen konnten, glaube ich, sind da einfach 3 Leertasten. Also 2 für die Satzzeichen und 1 Leertaste in der Mitte. Und das habe ich am Anfang nie kapiert, weil ich mit Gamepad gezockt habe. Habe ich nie kapiert, was soll ich jetzt drücken, was soll ich drücken? Und da war ich so ein bisschen, naja, und jetzt versuche ich mal im Taktikmenü
irgendwas zu erreichen, wähle die Aktion, die dein Charakter ausführen soll. Du kannst bis zu 4 Aktionen pro Charakter festlegen, die der Reihe nach ausgeführt werden. Hier haben wir die 4 Aktionen, die wir dann aussuchen können aus den Dingern. Wir können euch eure Sachen doppelt belegen. Ich muss das jetzt alles ausprobieren. Ich habe das noch nicht so richtig gebacken bekommen. Und das Blöde ist, der trifft mich jetzt leider immer noch. Schnellangriff, mächtiger Hieb. Täuschung, nee, sollte ich anders machen. Täuschung, mächtiger Hieb, Schnellangriff, Schnellangriff. So. So, schon habe ich jetzt leider wieder gewechselt. Also das Kampfsystem ist ein bisschen... Nein, ich will nicht wütend werden. Raserei. Während der Raserei verursacht Akail sehr viel mehr Schaden, ist jedoch unkontrollierbar, bis die Wutanzeige komplett leer ist. Blind vor Wut ignoriert der Ork seine Verteidigung und kann sogar Verbündete angreifen. Ich massakriere dich. Er muss töten. Mich selbst. Mist. Akai, entspann dich. Du gehst echt zu schnell an die Decke. Du musst lernen, deine Wut zu kontrollieren, Bruder. Sieht nicht gut aus, wenn du deine Kontrolle verlierst. Du glaubst, dass dich nichts aufhalten kann, aber wirfst deinen Schutz über den Haufen. Zudem brauchst du lange, um wieder runterzukommen. Ich hätte dich schon oft töten können. Ja, habe ich mitbekommen. Bei jedem Schlag bin ich wieder in Buchthafen. Und ich flipp aus. Noch ein Grund, nicht getroffen zu werden. Oder eine Technik zu nutzen, die nicht funktioniert. Habe gesagt, du sollst dich verteidigen. Und du hast sofort angegriffen. Statt dich zu verteidigen, wenn ich als Freund zu dir spreche, solltest du es im Kampf tun. Du wehrst nicht nur mehr Schläge ab, wenn du in Verteidigungsstellung gehst, sondern du hast auch mehr Kontrolle über deine Wut und kannst deine Feinde besser studieren. Noch ein Versuch. Nur dieses Mal parierst du meine Angriffe in Verteidigungsstellung. Danke, Arken. Ich schätze deinen Rat und was du versuchst. Aber was ich wirklich tun muss, ist Dampf ablassen und kein verdammtes Kampftraining. Ich werf mich hin. Hilfe! Helft mir! Ich werde verfolgt! Ich habe eine Nachricht von Barryman für die Blutkäfer. Worum geht's? Woher kommst du? Haha, danke, Mutter Erde. Du bekommst, was du willst, Berserker. Sie gehören dir. Ich bringe den Boten in Sicherheit vor deiner mörderischen Wut. Eliminiere die Söldner! Scrolle durch die Räder des Taktikmenüs, um unterschiedliche Haltungen deines Charakters auszuwählen. Jede Haltung besitzt spezielle Boni und eine Reihe spezifischer Fähigkeiten. Wähle eine Haltung, die für die Situation geeignet ist. Meine Haltung ist Hass und unbändiger Zorn. So, scrolle durch die Räder des Taktikmenüs. Da bin ich mal gespannt, wie das geht. Arkals Ziel wird durch einen roten Kreis markiert. Das ist hier auf dem Boden. Mit QE kann man das wechseln. So, jetzt habe ich hier das Ding. Spezialverteidigung. Okay. Wutfreigabe, Schnellangriff, Betäubungsschlag. Probieren wir mal den. Na los, immer rein in den Beppen. Diesmal sieht es ganz gut aus, auch wenn ich hier immer noch in der Mitte des Massakers stehe. Den ersten Kampf mussten wir verlieren, den kann man nicht gewinnen. Los, du Menschlein mit deiner lächerlichen Mütze. Ich schlachte dir den Dellen, Gewürzgurke. Das habe ich, glaube ich, aus dem Spencer-Film. Wieso weicht denn der aus? Schnauze, hier weicht niemand aus. Mach dich Schnitzel!
Danke. Du bist der Schlechter, richtig? Eine wahre Tötungsmaschine. Ich dachte, du wärst nur Legende. Still, Mensch. Geh zu unserem Anführer im Zelt. Er erwartet dich. Ich weiß, dass ich dir nichts Neues erzähle, Arkay, aber du musst aufpassen. Kontrolliere deine Wut. Sie darf nicht dich kontrollieren. Hör jetzt auf damit, okay? Ich komme später dazu. Da, Riesenpatschevötchen. Böse. Blutkiefer, wisst, dass heute hier zu sein die größte Ehre ist, die ein Ork erfahren kann. Ihr seid hier für die wichtigste Aufgabe eures Lebens und vielleicht für die Geschichte unseres Volkes. Der Krieg hat lange genug gedauert und der Feind ist stärker als je zuvor. Aber Mutter Erde hat uns nicht verlassen. Wir haben Verbündete. Seit einiger Zeit haben wir mit ihrer Hilfe einen Gegenschlag vorbereitet. Aber die Zeit wird knapp und das Schicksal spielt gegen sie. Wir müssen uns beeilen. Jetzt! Es wird Zeit, dem Völkermord ein Ende zu bereiten, der unser Volk seit Dekaden heimsucht. Dem Feldzug des Hasses, der von den anderen Völkern gegen uns geführt wird. Meine Brüder, wir müssen dem Feind den Kopf abschlagen. Heute ziehen wir los, den Imperator zu töten. Es wird eine lange und mühsame Reise. Jeder von euch erhält spezifische Anweisungen. Unnötig zu sagen, dass diese Anweisungen sowie die gesamte Mission geheim bleiben müssen. Ihr seid in Feindgebiet. Vertraut niemandem. Ha! Du hast von einer Selbstmordmission gesprochen. Ist ein Versuch wert. Bin ich aber auch. Schlechter, wir beginnen mit dir. Folge mir. Der Rest von euch wartet draußen. Naja, gut, dann geh ich mal rein. Richtig. Arkay, du wirst zur Mauer gehen. Ein Führer wird am Osteingang auf dich warten. Sein Name ist Styx. Er wird dich zum Morast führen, die unteren Bereiche des Turms der Inquisition. Dort nimmst du Kontakt zum Widerstand auf. Tue nichts, was sie in Gefahr bringen könnte. Sie werden dich finden. Suche nicht nach ihnen und sprich mit niemandem über die Mission. Der Morast ist voll von Verrätern. Sei gewarnt. Der Widerstand hilft dir, Großmagierin Arkens zu finden, die im Turm gefangen ist. Der erste Teil deiner Mission lautet, sie von der Inquisition zu befreien. Das ist notwendig, Blutkiefer. Arkens hilft dir dann, zur Insel der Klagen zu kommen, dein finales Ziel. Dort ist deine einzige Aufgabe, den Imperator um jeden Preis zu töten. Fragen? Ja, Fragen kostet nichts, glaube ich. Also, ja, frage ich mal, Arkay, warum nennt er mich denn Arkay? Der nennt mich doch sonst immer schlechter. Das ist das erste Mal, dass du meinen Namen sagst, Jahel. Was ist los mit dir? Das stimmt, Blutkiefer. Das ist eine Mission für den Schlechter von Buchthafen. Aber wenn ich dich heute nicht beim Namen nenne, werde ich es wohl nie. Ha, soll das heißen, ich werde sterben? Du glaubst, dass ich versage? Solange einer von uns den Imperator tötet, hat keiner versagt. Aber ja, du wirst wahrscheinlich nicht zurückkehren, Schlechter. Ich wahrscheinlich auch nicht. Aber das heißt nicht, dass ich an dir zweifle. Sonst hätte ich dich nicht ausgewählt. Wenn du an der Mauer fällst, wirst du zumindest die Aufmerksamkeit der Menschen auf dich ziehen, wie das Licht die Motten. Und deine Brüder hätten eine größere Chance, durchzukommen. Verstehe. Gut. Wenn mein Tod notwendig ist, um euch zu helfen, dann soll es so sein. Ich werde die Quarsan ablenken. Nein, Arkay.
Deine Mission ist gleich der unseren. Erreiche und töte den Imperator um jeden Preis. Mache dir keine Gedanken darum, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Das passiert von selbst. Ich kenne dich, Schlechter. Hey, ich bin sensibel. Also, ich muss nur auf die andere Seite der Mauer in den Morast kommen. Dort darauf hoffen, dass mich der Widerstand findet. Dann Arkens von der Inquisition befreien und mit ihr zur Insel der Klagen, um den Imperator zu töten. Alles klar. Gab allerdings schon einfachere Missionen. Und du weißt, dass die Dinge immer kompliziert werden, wenn du losziehst, Blutkiefer. Wenn du soweit bist, geh. Du müsstest die Mauer während der Nacht erreichen können. Viel Glück. Ich bin bereit. Neue Aufgabe. Geh zum Osteingang und finde Styx in der Nähe des Osteinganges. So soll es geschehen. Denn so steht es geschrieben. Und ich ging und ging. Und da hinten konnte ich schon die Mauer sehen. Dann ging ich noch ein bisschen weiter. Weil ich musste ja auf die Mauer zugehen und auch ankommen. Ja. Der Schlechter von Buchthafen. Verdammte Arschlöcher. Sie haben mir nicht erzählt, mit wem ich es zu tun habe. Sie hatten nur einen Namen. Arkay. Als hätten sie ihn danach jemals wieder benutzt. Ich denke besser nicht nach, was heute mit der Welt wäre, wenn ich es gewusst hätte. Ich hätte Nein gesagt. Keine Chance. Aber ich wusste auch so, dass es kein Spaziergang wird. Die Blutkiefer machen keine halben Sachen. Kalt wie der Tod, die Wilden. Aber egal, der Preis war verlockend. Man wollte mich gut bezahlen, wenn ich die Tötungsmaschine führe und auf die andere Seite der Mauer bringe. Und es gab ja noch den Bonus, dass eine Menge der Weißhäute dabei draufgehen würde. Aber im Ernst, wie kann man einen solchen Plan ablehnen? Indem man vielleicht noch ein bisschen Grütze im Kopf hat, mein lieber kleiner Goblin-Freund. So, Ladebildschirm. So, dann gehe ich mal hier lang. Noch ein paar Blümchen pflücken für Großmutter. Hey, was ist das denn? Großmutter, bist du das? Die schlitzt sich auf, die alte Dame. Hey, Vorsicht, ich bin der Führer. Du bist ja gar nicht Großmutter. Okay, das ist gut gelaufen. Allerdings wird es hier komplizierter als gedacht. Die Inquisition ist hier. Die Türen sind verschlossen und es gibt eine Ausgangssperre. Sie lassen niemanden durch. Das ist ein echtes Durcheinander. Ein Goblin? Was soll ich mit einem stinkenden kleinen Goblin? Warum haben die mir einen Rakash als Führer gegeben? Ungeziefer, hä? Was auch immer du glaubst, ich bin immer noch der Beste. Du siehst aus wie meine Großmutter. Ich will mehr wissen, bevor ich dir folge, Rakash. Was soll ich sagen? Du kannst nicht einfach zur Mauer gehen, anklopfen und sagen, Guten Morgen, ich bin hier, um den Imperator zu ermorden und hoffen, dass sie öffnen. Du musst andere Wege gehen und da komm ich ins Spiel. Das ist aber nicht das, was ich wissen wollte. Du kapierst es nicht. Ich will mehr über dich wissen. Über mich? Nun... Hör zu, Rakash. Ich habe nie einen Goblin getroffen, der redet oder führt. Du hast recht. Die anderen Goblins sind Idioten. Aber ich bin ein Überlebender. Ich bin so alt. Ich könnte dein Großvater sein.
Mein Großvater? Hüte deine Zunge, Wicht! Mein Großvater war ein ehrenhafter Krieger, nicht irgendein. Okay, nicht persönlich gemeint. Das sagt man nur so. Ich meinte nur, dass ich viel älter als die anderen bin. Sehr viel älter. Ich habe überlebt. Und dafür muss man schlau sein. Reicht dir das? Können wir jetzt gehen? Ich würde lieber meinen eigenen Weg gehen, aber dem Spiel zuliebe und dem Let's Test zuliebe, sage ich einfach mal. Na gut. Gefällt mir nicht, aber ich habe keine Wahl. Du zuerst. Eine falsche Bewegung und du wirst keinen Hut mehr tragen müssen. Mehr. Neue Aufgabe. Bringe Akail in die Barackenstadt. Ich habe nicht gelogen. Selbst hier haben sie dicht gemacht. Warte hier, dort ist ein Durchgang. Ich gehe und öffne die Tür. Ich nehme an, das müssen wir übernehmen. Ja, ich darf auch mal wieder steuern. Das ganze Spiel, man merkt es vielleicht ein bisschen, das lebt sehr viel von Zwischensequenzen, zumindest jetzt im Anfangsbereich. Huch, da bin ich ja schon wieder. Ich weiß nicht, wie es später ist natürlich, aber hier momentan ist es so, dass es sehr, sehr viele Zwischensequenzen gibt. Und ich weiß jetzt nicht, was ich machen kann. Fliegende Dolche, Rüstungsbrechen, Schnellangriff. Goblin werfen, Verbündete erwecken, Tarnstellung, wird unsichtbar. Fernkampf, Messerwurf, genauer Wurf, Tiefschlag. Styx kann sich durch kleine Öffnungen winden und Orte erreichen, die Akail verwehrt sind. Ja, hier ist so eine kleine Öffnung, sieh mal eine an. Kann ich da reingucken? Nee. Kann ich Fässer nicht kaputt schlagen? Habe ich hier nicht irgendwie was? Schnellangriff. Ach, ich kann hier gerade gar nicht. Na gut, dann das ist schade. Dann öffne ich mal die Tür für unseren grobschlächtigen Freund. Na endlich. Es regnet draußen. Hab keinen Schirm dabei. Krieg schlechte Laune. So, wer sind wir denn jetzt? Jetzt bin ich er. Kann ich... Ah, und ich kann auch wechseln einfach so. Okay. Ja, du kannst mit Tab jederzeit zwischen Charakteren wechseln. Ich habe jetzt Steuerung genutzt. Steuerung? Tab geht auch. Okay, super. Die Frage ist nur... Hier ist so wenig Gegenwehr bisher. Na nü. Menschenlager. Das nennt ihr Patrouillieren, Säcke? Bewegt die Füße! Ich will den Klang von marschierenden Stiefeln hören. Oder es brennt nicht nur Holz, wenn ihr die nächste Pause macht. Mist, da können wir nicht lang. Wegen dieser vier Wächte? Sieh mal, wenn wir anfangen, jeden umzuhauen, kommen wir hier nie raus. Du hast gesehen, wie die zusammengebrüllt wurden. Wenn wir uns da einmischen, bricht das totale Chaos aus. Du hast Angst. Ja, ich zittere wie Espenlaub. Ernsthaft, was habe ich dir gesagt? Du musst diskret sein. Scharfsinnig. Du kannst nicht wie ein Schwein losrennen, das einen Haufen Mist entdeckt hat. Wir sollten außen rumgehen. Wir können diese Gasse dort nehmen. Weil es dort keine Miliz gibt? Sehr viel weniger. Wir sollten mit denen auf meine Weise klarkommen. Leise. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich finde die Dialoge immer so lustig. Du kannst nicht wie ein Schwein loslaufen, das ein Haufen Mist riecht. Okay, wie kriegen wir den jetzt... Das weiß ich natürlich nicht. Wie man... Kann ich hier speichern zwischendurch mal? Spiel speichern. Neuer Platz für Speicherstand.
Das machen wir gleich mal, Spiel fortsetzen, weil ich habe nämlich noch keine Ahnung, wie ich mit dem Goblin kämpfe. Kann ich mit dem auch schleichen? Der Typ pennt. Er ist ja hier Nahkampf. Kann ich da nicht rüstungsbrechen? Fliegende Dolche. Ich würde den gern von hinten ausschalten. Einfach zack, tot. Genauer Wurf. Schaden 225%. Energie von... Was man das heißt. Naja, Energie... Schaden 75. Messerwurf. Was haben wir hier? Spezial. Goblin werfen, Verbündeten erwecken. Tarnstellung. Jetzt haben wir die Tarnstellung. Das ist schon mal ganz gut. Und jetzt versuche ich mal im Nahkampf Schnellangriff. 75% ist doof. Rüstungsbrechen 150. Konzentrationsfliegende Dolche. Schaden 50. Feind parieren plus 50. Feind ausweichen. Genauer Wurf. Ich probiere mal den genauen Wurf. Geht nicht. Na super. Den habe ich schon vor dir entdeckt, du Spiel, du. Okay, da muss ich jetzt doof, dass ich da jetzt wieder aus dem Modus raus bin. Tarnstellung. Wenn Styx nicht in einen Kampf verwickelt ist, kann er eine Tarnstellung wechseln. Ich bin dem Spiel einfach immer einen Schritt voraus. Drücke Umschalttaste. Ach. Na, das ist ja gut. Da war ich jetzt wohl noch nicht so voraus, wie ich dachte. Und jetzt müsste ich doch eigentlich hier 225% Schaden. Wie ist der denn gefallen, die alte Diva? So, ich gehe mal wieder in den Tarnmodus und schleiche mich umher. Da steht noch einer. Und er hustet und da steht noch einer. Das heißt, ich schleiche mich erstmal darum. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie bei Thief the Dark Project. Ich mag ja diese Schleicherspiele, mag ich immer ganz gerne, wo man so ein bisschen taktisch vorgehen muss. Am liebsten würde ich den jetzt aufschlitzen, aber das geht glaube ich nicht, ne? Doch, meucheln! Achso. Ja, cool. Oh, der arme Mann ist krank. Warte, ich habe hier was gegen dein... Ich bin schon ruhig. Ich hab hier was gegen deinen Schnupfen, mein Junge. Ah, sehr cool. So, komm, Dickerchen. Das gefällt mir gut bisher. Mist, ich glaube doch nicht, dass ich es alleine schaffe. Du wolltest Miliz? Hier ist Miliz. Was soll's? Genug Gerede. Lass uns das durchziehen. Brüll nicht so laut und alles wird gut. Ich muss nicht brüllen um diese verdammten... Arschlöcher klein zu stampfen, wollte er bestimmt sagen. So, den ersten schaltet man natürlich immer noch. Dann haben wir schon mal einen Feind weniger. Halt! Oh, 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 ich muss jetzt nicht den. Na gut, dann. Nö, so, der ist eh weg. Neue Stufe! Attributspunkte verfügbar. Du hast eine neue Stufe erreicht. Du kannst die Werte. Das auch noch. Du kannst die Werte dann an. Mach ich mal mit C öffnen. Neue Fähigkeiten. K-Taste erlaubt dir neue Fähigkeiten für deine Charaktere zu wählen. C und K, okay. Stärke. Erstmal Stärke. So, fürs letzte Test reicht das auch schon. Änderung übernehmen, natürlich. Und dann K. Angriffsstellung, Spezialfähigkeiten, Verteidigung. Ja, Angriffsstellung natürlich erstmal. Rundangriff. Doppelschlag, der alle Feinde in Reichweite zurückwirft. Sehr mächtig, man kann ihn aber parieren oder ihm ausweichen. Todfeind. Eine Serie von zwei harten Schlägen, die eine hohe Bedrohung verursachen. Mörderische Wut. Ach, benötigt Stufe 6.
Okay. Spezialfähigkeiten, kleine Stärkung. Und hier haben wir noch hin und zurück. Schneller Angriff, der die Aktion des Ziels unterbricht und es zurückwirft. Lässt nahe Feinde eine Bedrohung erkennen, abhängig von ihrer Entfernung. Das hier kann ich beides noch nicht. Okay, was nehme ich denn da jetzt? 50% Schaden, das macht ja alles nur 100%. Verursacht Bluten. Der Angriff regeneriert 30 Lebenspunkte, erhöht die Wut um 20. Ich mach mal Todfeind. Obwohl Schaden 125 ist natürlich billig. Für zwei Schläge. Rundangriff. Mach ich mal den hier. Ich mach mal den Rundangriff. Einfach mal so, um zu sehen, wie er funktioniert. 0 bis 9 binden. 1. 2. 3. 4. Machen wir doch mal. So, Goblin werfen. Weiß ich jetzt nicht so. Was haben wir hier? Betäubungsschlag. Machen wir mal 5. Wutfreigabe. Brauche ich nicht. So. Okay, man sieht da unten ganz kurz die Sachen aufblinken. Ich probiere die Hotkeys aus. Aber er macht es natürlich nicht. Und jetzt, was kann ich mit dir machen? Kleiner Goblin, Beweglichkeit, beeinflusst ihn einen kritischen. Okay, Ausdauer, die maximale Lebensenergie, Standfestigkeit. Steigert Verteidigung, Styx Konzentration und Arkais Wutpunkte. Ich mach mal auf Ausdauer, weil der kleine Mann ja nicht so viel aushält. Ja, übernehmen wir mal. Und dann gucken wir nochmal bei K, was wir da machen können. Spezialfähigkeiten, was haben wir denn da? Goblin werfen? Wie? Komisch. Tarnstellung? Ach, hier haben wir keine drei weiteren. Okay. Barttrimmer. Eine Geste, die das Ziel wütend macht und die Bedrohung verringert. Scharfschütze. Konzentriert sich auf das Ziel, erhöht den Schaden sowie die Chance auf einen kritischen Treffer. Ausweichfähigkeit. Den Tiefschlag haben wir doch schon. Ich guck mal ganz kurz hier. Destabilisierende Rache. Verursacht mittleren Schaden, stört das Gleichgewicht des Ziels. Schaden um 100% erhöht. Umwandlung. Lebenspunkte zu regenerieren. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, benötigt aber eh Stufe 6. Ich nehme mal die destabilisierende Gedingse-Bumse. Und bei ihm, gut, da mache ich mal die destabilisierende, mache ich mal auf die 1. Rüstungsbrechend mache ich mal auf die 2. Dann sorgt der quasi dafür, dass die Gegner weniger Rüstung haben. Und wir können dann dementsprechend ganz schnell auf den Orks schalten und dann Damage zufügen. Kommen wir von hier? Ich würde mich gerne noch ein bisschen umgucken und ich würde auch gerne ein bisschen rauszoomen. Das geht aber leider nicht. Ach doch, das geht. Es dauert nur ein bisschen. Okay, hier ist ja nichts mehr. Ich würde gerne ein bisschen springen, aber das geht leider nicht mit dem Springen. Und das mit dem Rauszoomen wird wahrscheinlich dann doch vom Rechner gemacht. Nicht von mir selbst. Okay, ich gehe erstmal ganz kurz gucken. Ich stelle erstmal den dicken Ork weg. Und dann gehe ich mal ganz kurz gucken, bis wohin die laufen. Das ist schon... Ja, ich bin ja schon ruhig. Die sind doch weit da hinten. Das hört man doch nicht so genau. Dann warte ich mal, bis die Herrschaften wiederkommen. Ich bin ja schon ruhig. Oder bleiben die da hinten? Nee, die kommen... Da kommen sie wieder. Ich hoffe, die sehen mich hier nicht, wenn ich im Stealth-Mode bin. Okay. Komm schon. Ich hoffe, das klappt. Oh, nicht ganz. Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe!
So. Es ist ein bisschen ungewohnt hier, die Steuerung, also die Schläge da unten in die Leiste zu packen. Da gewöhne ich mich noch nicht so schnell dran, aber langsam geht es. Wenn man das auf Hotkeys hat, ist es viel einfacher. Wenn man Hotkeys belegt, da kann man da unten mal eben die Moves reinspammen in diese Viererleiste. Dann ist das viel, viel einfacher, als wenn man dann jedes Mal dieses Action-Menü hochholt. Und dann kann man sich da auch seine Move-Kombination zurechtlegen. Das ist eigentlich ganz cool. Und wird wahrscheinlich cooler, wenn man sich noch besser damit auskennt. Sind alle auf den Beinen heute. Der Ork bei ihnen heißt Zorg. Er ist eine Schlange und liebt es, den Hintern seines Bosses zu küssen. Verräter, ich werde ihn zerfetzen. Du bekommst mehr, als dir lieb ist, wenn du das machst. Es lohnt sich nicht, ihn anzugreifen. Wir müssen nur seinem Boss ein Geschenk machen und er lässt uns in Ruhe. Aber kannst du einen Sklaven spielen? Du glaubst, ich knie vor einem Quasar nieder? Oder schlimmer, vor einem Rakash? Ich weiß, dass dir die Idee nicht gefällt, aber wir können einen Kampf ausweichen. Gut, vergiss es. Wir spielen, du wärst mein Leibwächter. Aber halte den Mund, egal was passiert. Verstanden? Na gut. Verstanden. Entschuldige, wollt ihr nicht ins Wort fallen, Dicker? Hey, Styx! Ist das ein neuer Liebhaber? Bei seiner Größe fühlst du dich doch bestimmt ganz wund, oder? Na klar, deshalb laufe ich so komisch. Hast du vor lauter Liebe die Ausgangssperre vergessen? Hör zu, ich hatte ein paar Schwierigkeiten. Daher brauche ich die Muskeln. Kannst du nicht so tun, als hättest du mich nie gesehen? Du weißt, die Dinge haben sich geändert. Die Inquisitoren haben Interesse an Typen wie dir. Gib mir einen Grund, sie nicht zu rufen. Vielleicht hast du ein Problem mit Sarkis, um das ich mich kümmern kann. Gut, so betrachtet. Für mich okay. Hab dich nicht gesehen. Kommt, Jungs, Bewegung! Leibwächter eines Rakash. Wie kann man nur so erbärmlich sein, einen solchen Auftrag anzunehmen? Du musst entweder verzweifelt sein oder ein richtiger Idiot. Lässt du das einfach... halt dein Maul. Ich sage einfach mal nichts. Ich knirsche mit den Zähnen. Und das Früchtchen, diesen Verräter, den köpfe ich mir später vor. Ja, den köpfe ich mir später vor. Ja, genau wie ich dachte. Du bist ein Idiot. Hat deine Mutter es mit einem Hund getrieben, um etwas wie dich zu werfen? Für ein Weichei bist du ganz hübsch. Halt dein Maul, Arschloch! Wenn ich deine Meinung will, sag ich's dir! Passt weiter auf! Wir gehen ins Warme! Los, Jungs, wir gehen! Und hör zu, Styx. Die anderen sind vielleicht nicht so nett wie ich. Dafür bezahlst du, Hurensohn! Eines Tages kriege ich dich! Ach, der... Oh, Mist, was? Oh, verdammt, ich glaube es nicht! Hilfe! Mist! Ein Bluttiefer! Hilfe! Was? Oh, jetzt habe ich extra die Fresse gehalten die ganze Zeit. Für was? Ach, komm schon, Junge! Vergessen. Mein Schwert schwebt auf dem Rücken. Ein schwebendes Schwert, ein Schwebeschwert.
Ein Schnapp, die Schwebe, Schwert, die Schwatten, Schwoben, Watten, wird, wie, wo. Ist aber ganz cool, im Kampf hin und her zu wechseln zwischen den beiden und dann die Anweisung zu geben, wie sie kämpfen sollen. Ist eigentlich ganz cool, ist eine ganz geile Spieldynamik, kenne ich so auch noch gar nicht. Und, ja. Den fetten Ork, den schnappen wir uns noch. Alarm! Zu den Waffen! Och, Alter. Na komm, senz den weg, dann macht den da hinten. Alter, hilf doch mal dem Goblin. Na super, ich glaube, der hat den Goblin selber umgesenzt. Scheiße, Verbündeten erwecken. Mach ich gleich, die sind ja eh gleiche Geschichte. Verdammt. Einfach mal den Goblin. Ach, da ist er wieder. Entschuldigung, kleiner Mann. War gerade ein bisschen böse. So, das nächste Mal schleichen wir mit dem Goblin voraus. Ach, das waren die Leute, die wir ja auf keinen Fall... naja, super. Können wir den Orks hier helfen? Ich glaube, da kommt jede Hilfe zu spät, wenn ich das so sehe. Scheiße. Nun gut, dann düsen wir voran. Ich dachte jetzt hier rein, da ist irgendwie eine Steintür vor. Überhaupt sind die Steintüren vor, wo soll ich denn hin? Was soll ich machen? Oder waren wir hier richtig? Hier ist der Zaun. Hier geht's nicht weiter. Ich guck mal ganz kurz. Hier ist ein Wägelchen. Hier liegt ein Haufen Leichen. Ach, hier. Natürlich. Oh Mist. Du musstest diesem Abschaum deine Tätowierung zeigen. Könntest du sie nicht verdecken? Nein. Ich habe getan, was du wolltest und das ist genug. Du bist der Führer. Du wirst bezahlt und bringst mich rüber. Ja, aber deshalb musst du es nicht noch schwieriger machen. Jetzt wird es von ihnen nur so wimmeln. Der Ort wird voll mit ihnen sein. Darum kannst du dich kümmern. Du gehst nicht mit einem Kätzchen spazieren, weißt du? Ich weiß. Glaub mir, ich weiß. Ein Blutgiefer. Du weißt scheinbar nicht, wie viel Angst du denen machst. Sie werden alles tun, dich zu kriegen. Und das schnell. Und nun? Wir gehen in mein Versteck im Turm. Schnell. Ich bin noch nicht Rapunzel. So, hast du jetzt das Scheißtor endlich aufgekriegt? Na, endlich. 0 bis 9 Shortcut-Tasten. Ja, hatten wir ja schon. Ich schleiche erstmal vor. Kommt der Dicke? Der Dicke kommt. Ich schleiche weiter. Komm! Dicker, komm! Okay, die hauen wieder ab. Ich glaube, mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Und da sind noch mehr. Oh, 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 jetzt kommen die zurück. Aber gehen da lang. Na, probieren wir mal unser Glück. Alarm! Zu den Waffen! Scheiße!
Los, Dickerchen, wir kriegen Besuch. Dann können wir sie wenigstens hier in der Gasse aus platt machen. War denn der Rundumschlag? Hatte ich den nicht irgendwo? Ach, ist der Goblin wieder weg. Na egal, dann regeln wir es jetzt eben auf meine Art. Schnauze, Schnauze! Ich fürchte, ich bin nicht der Beste in diesem Spiel. Komme ich da lang? Hier auf mich. Macht er doch eh. Alter, wie können die den Ork nicht sehen, den fetten? Die gehen Patrouille und sehen den fetten Ork nicht, der da steht. Ist ja unfassbar. Diese Luschen. Eine Kuh. Ich glaube, die ist böse. Kann ich die töten? Komm schon, Kuh, ich töte dich. Und deine edle Art. Hier komme ich nicht durch. Das sieht zwar so aus, als würde man durchkommen, aber leider nicht. Da hinten geht's auch nicht weiter. Wo kann ich denn jetzt durchschleichen? Hier ist ein Sack. Ach so. Johimberinde. Du hast einen Gegenstand gefunden. Waffen und Ausrüstung der Charaktere werden nach Klasse auf der Seite Inventar. Gucken wir mal kurz ins Inventar. Kehlenschlitzer ist ja schön. Aha, Johimberinde. Zwar ein bisschen mehr Ausdauer, aber das Problem ist, ich glaube, hier hinten können wir sonst nicht viel machen. Ich wollte ja gerade die Kuh reiten, aber das geht ja nicht. Schade, ich dachte, man kann sich hier umherschleichen. So, komm, Dicker! Verstecken wir dich erstmal hier hinten. So, wo kann ich jetzt weiter? Das ist die Frage. Kann ich hier noch irgendwo durchschlüpfen? Offenbar nicht. Und die Patrouille kann ja... Da kommt die Patrouille. Dann schleiche ich mich mal hinter der Patrouille entlang. Ich hoffe einfach mal, die sehen mich nicht. Da geht's nicht lang, also muss ich hier nach rechts. Ja. Ich kann ihn entweder führen oder verkaufen. Aber ich kann ihn nicht alleine lassen. Ich sollte ihn holen. Gut. Ich hoffe, es reicht, wenn ich in der Ecke stehe. Mist, da geht die Patrouille gerade in die Richtung. Das heißt, ich muss jetzt warten. Nein! 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 Alter, der soll nicht die Leute umbringen. Der soll hier. Guck mal, der läuft automatisch los und will sofort jemanden töten. Der alte Killer. So, hier gehen gerade die Leute vorbei. Ich bin jetzt wieder auf dem Goblin. Kann ich mal ganz kurz gucken, wann die wieder zurückkommen. Dann kann ich in etwa abschätzen, wann ich mit dem Ork loslaufen muss. Das Problem ist nur jetzt... Okay, die laufen da lang. Das heißt, ich muss mit dem Ork dann da in die Gasse rein. Kommt schon, kommt wieder zurück. Wahrscheinlich könnten wir die auch einfach umkloppen und dann ist Ruhe. Der Dicke schafft das schon. Ich werde ungeduldig. Mir juckt's unter den Fingern. Ja.
diese verweichlichten Menschlein. So, schnell, 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 schnell. Oh, oh. Jetzt muss der kleine Goblin nochmal helfen. Und dann knöpfen wir uns mal ganz kurz den Typen, der da steht, vor. Ich hoffe, das sind nicht noch mehr Wachen. Nummer 1. Mist, da kommen natürlich noch mehr Wachen. Ist doch einfach. Ein Kreuz ist es. So, ich hoffe, dass der Goblin nicht gesehen, dass der Ork nicht gesehen wird. Jetzt verschwindet er vorne. Achso, Entschuldigung. So, hier kommt der Apotheker mit genau der richtigen Medizin. Der Ork scheint bisher noch nicht entdeckt worden zu sein. Sehr, sehr gut. Dann warte ich mal auf die Herrschaften. Die müssten ja gleich wieder auftauchen, da kommen sie schon. Drei Stück sind's noch, okay. Die dürfen den Ork jetzt nicht sehen, weil die da die Kehrtwände machen. Vier Stück, einer mit einer langen Pike. Nun gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, schneller. So, Digga. Du darfst. Ach, scheiße. Der Piekmann ist auch... Was? Nein! Alter, wo will der denn immer hin? Oh, oh. Oh, böse. Oh, oh, nein, 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 nicht den Goblin, nicht den Goblin, nicht den Goblin, nicht den Goblin, nicht den Goblin. Lass den Goblin, lass den Goblin. Neue Stufe. Puh, diesmal hat der Goblin überlebt. Wen wollten der Goblin die ganze Zeit angreifen? Nein, ist doch niemand mehr. Der wollte mal weglaufen, irgendwen anders angreifen. Komisch. Na gut, hier, Stärke, zack, einmal hoch. Natürlich wie immer. Übernehmen wir auch mal. Dann machen wir bei ihm hier, machen wir mal wieder. Ja, Stärke können wir eigentlich auch machen. Ausdauer hat er 13 jetzt. Stimmt, da hat er ein bisschen dazu gekriegt durch diese Rinde, die wir gefunden haben. Steigert Verteidigung, Ausweichen oder Abwehren. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Nehmen wir mal lieber Beweglichkeit, zack. Übernehmen. Und ansonsten nehmen wir hier mal, ich sag mal, komm, nehmen wir einfach mal Umwandlung, zack. Und dann nehmen wir mal bei ihmchen hier. Was haben wir denn da noch? Kleine Stärkung, beschleunigt ein bisschen die Heilung, Provokation, Bedrohung erkennen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir die Aggro auf uns ziehen, weil der Dicke ist ja jetzt mal der Tank sozusagen. Aber er ist trotzdem, der Kleine ist trotzdem Boss. Weil nur er so schleichen kann. Vor allen Dingen frage ich mich, wie weit müssen wir da noch reinschleichen? Jetzt haben wir die erste Hälfte des Let's-Tests, haben wir ja mit Zwischen... Sequenzen verbracht! Scheiße, das hat ja jetzt nicht so gut geklappt.
Oh oh, ich sehe Wut. Nein! Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Nicht auf mich. Nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich. Nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich. Ach so, jetzt geht's wieder. Okay. Das weiß man aber nicht so genau, wie lange er noch wütend ist und wie lange nicht. Ein kleines Massaker wieder angerichtet. Naja, was soll's. Dafür können wir jetzt ganz normal hier rumlaufen, müssen nicht schleichen. Die Frage ist natürlich immer, wie lange noch, weil hier scheint ja alles mit Wachen nur so zu wimmeln. Wir müssen doch auch bald da sein. Ich weiß gar nicht, wo wir hier hin müssen. Das kann doch nicht mal so lange dauern. So, komm mal ran, Dicker. Kommst du? Dicker kommt. Warte mal, wo geht's denn da hin? Ach, nirgends. Na super. Huch. Na sowas. Der Blutkiefer! Da! Fangt ihn! Schnell! Das macht mich sauer! Du hast mich Hurensohn genannt. Mist! Hey, lass den Goblin in Ruhe, Fettsack! Macht mich böse! So, der macht das schon. Oh oh. Boah, der Vollidiot soll weniger brüllen. Scheiße. So. Blutspritzender Prügel. That's what she said. So. Das hat sich ja richtig gelohnt jetzt für den Schluss hier noch. Wir müssen das Test langsam beenden. Ich bin schon wieder über eine Stunde. Wie schnell das immer geht. Oh, jetzt aber erstmal gucken. Das Tor. Wir sind bald da. Mein Versteck ist gleich dahinter. Die Mauern der Menschen. Welche Strategie du auch immer nutzen wirst, es wäre eine schlechte Idee, Styx alleine gegen eine Gruppe Orks. Still und leise. Ja. Endlich. Das ist mein Versteck. Hier sind wir in Sicherheit. Niemand hier will von der Miliz geschnappt werden. Das ist Fox. Sie hat ihre Augen und Ohren überall. Und das ist sehr praktisch. Menschen. Das ist Lanzenkopf. Ein Künstler. Du solltest mit ihm sprechen. Nur du und dein Messer werden auf der anderen Seite nicht reichen. Das dort in der Ecke ist der Letzte. Er ist der Letzte seines Stammes. Ziemlich hart, wenn du mich fragst. Ihr habt einiges gemeinsam. Du solltest ihn in deinen Freundeskreis aufnehmen. Sympathisch. Das da oben ist Monkey. Er ist der Boss hier. Wir begrüßen ihn, damit er dich kennenlernt. Kommt gerade aus Enslaved, der gute Monkey, wa? Hey, noch am Leben, Mistkerl? Aber sicher. Akai, das ist Monkey, Anführer der Schwarzen Hand. Soll sich mal waschen. Ach so, bring uns rüber. Akai, bring uns rüber. Erstmal Hallo sagen. Anführer? Du siehst gut aus, Kumpel.
Du könntest einiges schaffen bei der Schwarzen Hand. Es gibt bereits einige von deiner Art hier, die sehr beeindruckend sind. Aber ein Blutkiefer? Wenn du jemals ein Söldner werden willst, bist du mehr als willkommen. Bis dahin schmeiß dein Zeug irgendwo hin. Du bist unter Freunden. In Sicherheit. Etwas Neues, Monkey? Wir sind im Auge des Sturms, mein Junge. Und der hat es in sich. Du weißt, sie sind hinter dir her und diese Fanatiker sind im Rausch. Sie haben sogar die Bruderschaft des fetten Gant vor 2 Stunden angegriffen. Alle tot. Das ist nicht gut. Fetter Gant hat mir Geld geschuldet. Nun, ich denke, wir bleiben hier ein wenig, bis das vorbei ist. Wir haben keine Zeit. Die unseren werden versklavt. Wenn wir sonst nichts zu tun haben, dann lass uns Sarkis aufsuchen. Sollen wir hier Staub fangen? Nein, aber hast du gesehen, wie sie auf deine Tätowierung reagiert haben? Die Inquisitoren werden dich jagen und die Miliz auch. Wir werden uns hier ausruhen, bis sich die Lage entspannt hat. Wir haben keine Wahl. Der Goblin hat recht, deine Geschäfte müssen warten. Sarkis wird dich um einen Gefallen bitten, bevor er dich rüberbringt. Er wird es nicht tun, weil er dich süß findet. Aber Djahel erwähnt eine Karawane. Warum können wir nicht dort mit? Die Karawane sitzt auf der anderen Seite der Mauer fest. Mit der Inquisition hier und der Ausgangssperre ist nichts wie vorher. Wir haben keine Wahl. Wir müssen unsere Pläne ändern. Und was hast du vor? Da es keine Karawane mehr gibt, was schlägst du vor? Wie ich schon sagte, wir gehen zu Sarkis, damit er uns unter die Mauer bringt. Wir werden ihm dafür einen Gefallen tun und fertig. Wir finden die Karawane auf der anderen Seite. Ihm einen Gefallen tun? Was bedeutet das? Nichts ist umsonst. Dies ist das Gebiet der Menschen, den Quarsan. Vergiss das nicht. Und Sarkis ist nicht der beste Vertreter seiner Art. Also gib ihm sein Gold und das war's. Ich bezweifle, dass er daran interessiert ist. Er hat nicht jeden Tag einen Blutkiefer zur Verfügung. Er wird uns wohl bitten, jemanden umzuhauen oder einen Konkurrenten auszuschalten. Nichts Kompliziertes. Genau. Wir besorgen uns, was wir brauchen, und sobald wir bereit sind, gehen wir zu Fuchs, damit sie uns rausführt. Nun gut, aber das werde ich nicht mehr im Let's-Test machen. Ich gucke mich jetzt noch ein bisschen hier um und lasse noch ein bisschen Revue passieren. Also das Spiel an sich ist, man muss erstmal reinkommen, muss ich sagen. Der Anfang zieht sich ziemlich. Sprechen mit Fuchs, ach, da sind wir ja schon. Der Anfang zieht sich ziemlich. Zieht sich ziemlich, ja. Das heißt, am Anfang haben wir die ganze Zeit nur Zwischensequenzen, hüpfen von Tutorial-Fenster zu Tutorial-Fenster. Ich kann das kaum aussprechen. Und auch die Story kommt nicht so richtig ins Rollen. Aber wenn es dann losgeht, geht es dann los. Und man wächst so langsam in das Spiel rein. Das muss, ich muss sagen, es macht tatsächlich echt Spaß, im Kampf zwischen den Charakteren hin und her zu schalten, dann so kleine Strategie auszubaldowern, auch wenn wir hier im letzten Test nicht so viel Zeit dazu hatten, nicht so viele Möglichkeiten dazu hatten, da großartig rumzufummeln und zu gucken, was man da alles machen kann oder wie man das alles kombinieren kann hier mit den ganzen Schlägen und sowas. Erst hier zum Beispiel, nee, nicht den mächtigen Hieb, erst die Täuschung, dann den mächtigen Hieb hinten drauf, sich eine Taktik zu überlegen. Das würde den Rahmen des Let's Tests wahrscheinlich sprengen, weil wir eh nur eine Stunde Zeit haben. Aber zumindest habt ihr einen kleinen Eindruck bekommen. Und wer das Game ziehen möchte, das gibt's ab dem 12., soweit ich mich entsinne, gibt es das bei Steam und anderswo auch. Und das ganze Ding ist für PC, PlayStation 3, Xbox 360. Das heißt, alle sind happy. Außer natürlich die Wii-Benutzer, aber das sehe ja auch ein bisschen schäbig aus. Naja. So, jetzt sprechen wir nochmal ganz kurz mit der Fuchs. Wo ist sie? Füchschen. Wir haben nämlich noch nie einen Menschen sprechen gehört so richtig. Also... Doch, haben wir schon. Doch, haben wir. Aber wir haben uns noch nicht mit einem unterhalten. So rum. Hey, lebst du noch? Natürlich. Du weißt, mir kann nichts passieren. Stellst du mir deinen Freund vor? Könnte es sein, dass es sich um den berühmten Blutkiefer handelt? Jener, der für die ganze Panik verantwortlich ist? Genau der. Deine Quellen sind so gut wie immer. Fuchs, dies ist Akai. Akai, dies ist Fuchs. Hey, Akai, mein Guter. Nicht der Sanfteste, oder? Das mag ich. Ich kann Spaß vertragen. Aber Vorsicht mit meinem Freund. Ein richtiger Bastard, aber in Ordnung. Ha! Du machst Witze. Ich pass auf ihn auf. Ganz allein hier. Er mag zäh sein, aber nur 10 Minuten auf sich allein gestellt und er ist verloren. Dann wäre das ja geklärt. Was kann ich für dich tun?
Das ist eine gute Frage. Später oder Sarkis? Sagen wir mal Sarkis. Los, wir müssen zu Sarkis. Aber Vorsicht. Die Bruderschaften sind nervös. Und offensichtlich ist auf euch ein Kopfgeld ausgesetzt. Fallt nicht auf. Natürlich nicht. Aber ich muss vorher was erledigen. Oder gehen wir nochmal... Komm, wir gehen nochmal ganz schnell zu Sarkis. Dann höre ich das letzte Test aber auf. Wir sind schon mal 1 Stunde 10 Minuten. Das ist ja ungewollt. Aber wir gucken uns das nochmal schnell an. Vielleicht gibt es eine Sequenz. Keine Sorge. Zumindest gibt es einen fantastischen Ladebildschirm. Ach, ich liebe Ladebildschirme. Da sollte man eine Sammlung draus machen eigentlich. Inzwischen aus den ganzen Games die ganzen Bildschirme. Sie haben keine Zeit verschwendet. Sieh mal, unsere Gesichter sind überall. Das bedeutet, dass wir jeden Lumpen gegen uns haben. Wir sollten hier schnell verschwinden, wenn du meine Meinung wissen willst. Nebenbei, dieser Ort wird Schmuckkästchen genannt. Eine nette Art zu sagen, dass dies hier die größte Jauchegrube der Gegend ist. Der schlimmste Abschaum der Stadt lebt hier. Das Imperium toleriert sie und benutzt sie hin und wieder. Nun beginnen auch die Einwohner die Hitze zu spüren. Das macht es nicht einfacher. Und natürlich lebt Sarkis mitten in diesem Misthaufen am Eingang zu den Katakomben. Welche Katakomben? Was ist hier unten? Die Mauer ist nicht von selbst entstanden. Tausende Sklaven starben hier. Wir reden nicht darüber. Für uns ist jeder, der hierher kommt, verloren. Sie existieren nicht mehr. Sieht aus, als hättest du nicht ganz Unrecht. Hier sind überall Knochen. Und drinnen verstecken sich viele Leute. Deserteure, Mörder. Mit den Goblins kontrolliert Sarkis diese eigene Welt. Vertraust du ihm? Bist du verrückt? Ich würde eher einem verdammten Skorpion trauen. Aber wir brauchen ihn. Er kontrolliert die Katakomben und die Kanalisation durch die Goblins. Keine Ahnung, wie er es geschafft hat. Aber er kann sie herumscheuchen. Er hat sie trainiert, sein Gebiet zu verteidigen und ihm alles zu bringen, was sie im Dreck der Menschen finden. Und davon gibt es eine Menge. Hast du eine Ahnung, wie viele Soldaten in der Mauer leben? Tausende, Ark. Tausende. Und ich sag dir was, dieser Sarkis ist in diesem Mist viel zu lange unterwegs. Er ist vollkommen übergeschnappt. Bereit, ihn zu treffen? Wenn nicht jetzt, wann dann? Besuchen wir den Typ. Okay, eine letzte Sache. Ich weiß nicht, was er will, aber wir haben keine Wahl. Vergesst das nicht, okay? Dieser Irre ist die einzige Möglichkeit. Jetzt latscht die da einfach so rum? Ach, die haben alle Angst, die Einwohner, oder was? Ich meine, wegen Kopfgeld, weißt du? Ich bin so grob. Ich glaube, die haben Schiss vor uns. Aber natürlich die nächste Patrouille wahrscheinlich eher nicht. Ja, die Leute laufen weg und andere sind hier einfach am Rumsterben. Sieht aus wie tote Orks. So, aber ich werde jetzt eine kleine, ja, ich wollte gerade sagen eine Aufnahmepause, weil ich das aus den Let's Plays gewohnt bin. Das war auf jeden Fall das Let's Test zu Of Orcs and Men. Ein heiteres kleines Action-Rollenspiel. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, könnt ihr euch erholen. Aber ansonsten, was ich ein bisschen bemängeln muss, das ist übrigens, das wollte ich die ganze Zeit schon sagen, bei den Zwischensequenzen zieht sich das immer, weil da so lange Pausen sind, zieht sich das Ganze und es ist ein bisschen enervierend dazu zu gucken. Aber ansonsten, so vom Spielgefühl her, es macht Spaß. Ist ein bisschen sehr ungewohnt, die Steuerung, man muss sich ein bisschen reinfuchsen, das dauert ein bisschen. Und rein grafisch könnt ihr selber sehen, brauche ich keine Worte verlieren, wem es gefällt, dem gefällt es, wem es nicht gefällt, gefällt es nicht. Da werde ich mir selber kein Urteil bilden, das könnt ihr anhand des Videos machen, genau deswegen mache ich doch den Scheiß hier überhaupt, wisst ihr doch. So, jetzt auf jeden Fall in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, das war Of Orcs and Men und ich werde mal gleich gucken, ob ich vielleicht nochmal Sarkis besuche. Und dann machen wir ein kleines Ründchen Tango und euch wünsche ich noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Let's Play, Let's Test und bis dahin, vielen Dank und bis später, tschüss. So, jetzt mal die Aufnahme unterbrechen. Kann ich mich ja noch ein bisschen umsehen hier.
Menschen. Was willst du denn, du Mensch? Ich schlachte das ganze Dorf ab, wenn es sein muss. Diese widerlichen kleinen Kreaturen. Ihr alten Matschbeutel. Jetzt werde ich sauer. Erst den Opa. Ja, nicht mich. Neue Aufgabe. Sprich mit Obbe. Hey, Styx. Obert will mit dir reden. Hier lang. Also, was will der kleine Gauner von mir? Und da war auch gerade... Warum sollte uns das interessieren? Obert ist sehr raffiniert. Er würde keine derart offensichtliche Falle stellen. Auf der anderen Seite würde er es nicht mögen, wenn wir ihn missachten. Deine Entscheidung. Aber ich denke, wir sollten gehen. Ist kein großer Umweg. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall, aber nicht mehr in diesem Let's Test. Jetzt haben wir noch ein paar Einwohner abgeschlachtet, das muss ja auch mal sein. Jedes vernünftige Let's Test endet damit, dass wir am Ende noch ein paar Einwohner abschlachten. Na gut, in diesem Sinne, bis später. Danke nochmal fürs Zuschauen. Tschüss. Ach so, und wenn ihr Vorschläge für weitere Let's Tests habt, ne, bitte in die Kommentare unten. Dankeschön. So, jetzt aber raus. Tschüss.